Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Ich bin wirklich so kurz davor zu heulen, ne? Ich sag's euch, ich bin so glücklich, so eine Community zu haben wie euch. Ich kann nicht mehr. Sag mal so, mir wird so oft geschrieben, dass ihr mir Fanpakete zuschicken wollt und so weiter. Es wird mir so oft geschrieben, ja, ich habe hier was für dich, ein Paket, das schicke ich dir. Die meisten davon kommen tatsächlich leider nicht an. Aber einige wiederum kommen an. Und ich muss mich gerade wirklich zusammenreißen, es tut mir leid. Aber dass ich sowas erleben darf, ist für mich echt unglaublich. Das Ding ist, es ist ein Fanpaket von Matthias, das werdet ihr jetzt schon im Titel sehen. Matthias ist der. Moment, ich zeig's euch. Matthias hat uns letztens schon mal was geschenkt und das war so unglaublich teuer und ich dachte mir so, es ist nicht machbar, dass man das noch toppen kann. Also, ich rede von dem Ölabscheidern bzw. Ölauffangen, dem von Mammut oder wie das hieß hier. Genau, das Ding, ich benutze es, ihr seht es, ne? Es wird benutzt. Ich habe hier den Bremskörperstecker ausgebaut von dem Schlachtfünfer, habe den hier reingelegt, der konnte hier in Ruhe ausbluten, ne? Das ist nichts mehr drin. Ne? Der Dieselfilter vom T3 habe ich hier reingelegt, der konnte dann sich schön da quasi austropfen. Ölfilter liegt da drin. Sondern es ist halt genau dafür da, wofür man das braucht halt. Ich muss mich gerade wirklich, wirklich zusammenreißen. Und zwar habe ich gedacht, dass man das nicht toppen kann. Das Ding hat schon, glaube ich, über 180 Euro gekostet. Und das ist scheißen viel Geld, Leute. Für mich unvorstellbar viel Geld. Und ich denke mal, für die meisten von euch auch. Und dann hat der Matthias mir geschrieben, hat mir bei Kleinanzeigen geschrieben. Und sagt er so, war erst mal das Kommentar, glaube ich. Und sagt er so, hey, du hast dir ja einen Kompressor geholt. Und zwar der. Der hat aber leider ja nur, oh, jetzt stehen die Mülltonnen hier leider, ich habe die hier reingeschoben, weil wir den M ja weggebracht haben. Habe ich ja hier hinten hingebaut, ne, den Kompressor. Der Kompressor funktioniert an sich ganz gut, der ist mega geil, ist unglaublich laut, also lauter als mein alter nicht, aber laut. Und er hat nur 50 Liter, ne? Und, aber wirklich gute Leistung und so weiter. Ich kann ihn auch mal anmachen, einfach nur zum Vergleich gleich. Soll ich mal hören hier, ich mach mal an. Das Mikrofon regelt nach einer Zeit runter, ich weiß es. Deswegen sage ich das auch jetzt hier. Aber der ist eigentlich schon leiser als mein anderer. Das Problem ist, wenn man da steht, man merkt auch, der ganze Boden vibriert und alles. Ne? Das ist halt wirklich unglaublich laut, das Ding. Und es hat halt theoretisch nur 50 Liter. Was eigentlich okay ist für mich hier. Da ich auch nicht so viele Druckluftsachen habe. Ich habe jetzt ein paar Jahre gekauft, um halt auch am T3 besser arbeiten zu können und so weiter. Aber eigentlich hat das gereicht. So. Dann habe ich mit dem Matthias gesprochen, beziehungsweise er hat dann kommentiert, ja, ich hätte noch, also ich habe das so verstanden, dass er einen hat oder hätte. Ich sagte, okay, du hast noch einen Kompressor über, okay, vielleicht kann ich den ja zurückgeben. Habt ihr dann mit Amazon gesprochen und so weiter und das ist noch 14 Tage Rückgaberecht, das wäre es möglich gewesen. Und dann haben wir halt so ein bisschen gesprochen und dann meinte er so, ja, hier, ne, ich habe den nicht, aber ich bestell dir den. Einfach mal schickt er mir einen Link. Und dann sage ich so, nein, das ist zu teuer. Nee, ist schon okay. Ich so, nee, das ist zu teuer. Und dann war erstmal so Ruhe, ne? Und ich dachte mir so, ja gut, okay. Ne? Das Ding, Problem ist, ich habe so einen Hintergedanken gehabt, weil er ja schon mal so was Teures geschickt hat. Und ich dachte mir so, Alter, also irgendwo glaube ich es ihm, irgendwo auch nicht, weil es halt wirklich so unglaublich teuer ist, das Ding. Und dann dachte ich mir nur so, okay, lass erstmal. Und jetzt komme ich wieder zur Halle. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich sprachlos. Das ist kein Spaß. Vor meinem Garagentor bzw. vor meiner Heimeinfahrt steht einfach mal dieser Kompressor. Dieser Kompressor
ist ein Flüsterkompressor, 3 PS, 230 Volt, also ganz normal. Matthias, wirklich, aus meinem ganzen Herzen. Vielen, vielen, vielen Dank. Normalerweise würde ich sowas nicht annehmen, ganz ehrlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Es ist ein Flüsterkompressor mit 100 Liter, ungefähr dieselben Specs wie der andere. Es ist nicht so schnell voll wie der andere, aber dadurch ist er halt auch leiser. Hat einen Druckminderer direkt dran, beziehungsweise sogar einen Wässerer. Kam auf der Palette, direkt hier zur Halle. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde sagen, vielen Dank, Marcel. Vielen, 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 vielen fucking Dank. Ja, ich würde es mal auspacken, würde ich sagen. Unglaublich. Also, es gibt keine geilere Community außer euch. Es gibt einfach keine geilere Community. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, Leute, wirklich, das Ding ist schweineteuer. Dafür kaufe ich zwei Autos quasi für das Geld. Also, ich muss mich echt zusammenreißen. Unglaublich. Unfucking glaublich. Wir holen den mal rein und gucken uns den an, okay? Entschuldigung, dass ich etwas am Zittern bin. Aber ich kann das immer noch nicht ganz machen. Deswegen muss ich das Ding jetzt auch machen. Das glaube ich immer nicht. Unglaublich, ey. Macht mich richtig fertig, ne? Macht mich richtig fertig. Wir haben das Ding mal zusammengebaut. Ferdi ist zum Besuch gekommen, beziehungsweise nee, wir müssen ja gleich an deinem Auto was machen. Guck mal, wie schön das fährt. Ja, ich würde sagen, wir testen ihn mal, ne? Ja, ich hatte gerade eben kurz angemacht, den anderen, ne? Dann haben wir hört so den Vergleich. Jetzt hören wir uns mal den an und ich schieb den mal darüber, weil der kann ja so schön rollen. So, zum Strom. Also fahren tut er schon mal gut. hier steht drauf, dass man keine Verlängerungskabel verwenden soll. Was sagst du denn dazu? Ich finde es wirklich klasse. Super Aktion. Mega, oder? Mega. Ich war gerade eben hier, wo ich das Ding gesehen habe. Ich habe so. Stand ich hier. Also wo ich gerade hier reinkam, dachte ich, sehe nicht mehr richtig. Unfucking unglaublich. So, wie ist das Ding denn aus oder an? So ist aus. Okay. Dann machen wir mal Strom rein. Jetzt sind wir mal gespannt, was das Ding, wie laut das Ding ist, oder? Genau. Alter! Ist der an? Der ist an. Der hört auch gleich von alleine wieder auf. Ist der an? Ja, aber man hört nichts, ne? Man kann sich immer unterhalten. What? Das Ding wirst du niemals mehr da hinten in der Ecke hören. Das hörst du nicht. Jetzt. Alter. Hört ihr den? Dreh mal in die Richtung die Kamera. Mal gucken, ob man das hört. Ich rede jetzt mal hier hinter der Kamera ganz leise, ja? Also ganz normale Lautstärke. Mal gucken, was ihr eher hört. Mich oder den Kompressor? Das ist schon geil, oder? Alter, du kannst hier arbeiten, du hörst das Ding gar nicht. Das ist der Wahnsinn, ey. Ich kann nur noch mal Danke sagen, Matthias. Echt, unglaublich. Das Ding hat der Matthias auch geschickt. Das Ding hier. Das wird immer benutzt. Vielen, vielen, vielen Dank, Matthias. Ja? Ich kann es nicht oft genug sagen. Echt. Also wenn ich hier stehe, ist der immer noch lauter. Oder? Ziemlich laut. Der geht jetzt gleich aus. Der muss gleich voll sein. Jetzt achtet mal drauf, wenn der andere gleich ausgeht. So, anderes aus. Na gut, ich wirklich sagen, direkt daneben macht es jetzt nicht so viel aus. Dass er jetzt wirklich so, aber so einen Meter davon entfernt, du kannst ganz normal sprechen. Also man kann sich wirklich gut unterhalten. Hammer, ne? Ja, das Einzige, was der zu dem anderen nicht hat, das ist, dass der 8 Bar nur hat und dass der 10 Bar hat. Aber ich glaube, ich habe nicht ein einziges Gerät, was 10 Bar braucht. 8 Bar ist so das Normalste eigentlich, was man so hat. Und das Coole ist, der hat, glaube ich, noch ein Ticken mehr Auslass, wie nennt man das? Auslassleistung,
von den Motoren selber als der. Also sprich, der zieht sich halt Luft an und drückt die dann ja in den Tank rein. Und das, was der in den Tank reindrückt, ist mehr als das, was der kann. Die Ansaugung ist bei dem nur 370 zu 412. Das ist weniger. Aber ist ja egal. Der macht mit der Luftmenge aber mehr. Also sprich, der nimmt sich 412 Luft quasi die Minute, drückt aber nur 220 oder sowas bei Max Bar quasi in den Tank rein. Achso, man darf auch nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen, der müsste jetzt eigentlich fertig sein, dass wir hier 100 Liter haben und da nur 50, ne? So. Und das Krasse ist halt, dass er halt aus der Luftmenge, die er nimmt, der nimmt sich ja theoretisch weniger, 50 Liter die Minute nimmt er sich weniger. Warte. Ah, das Überdruckventil ist ganz leicht aufgegangen gerade, weil wir sind ein bisschen über 8 Bar. Und eigentlich sollte er nur bei 8 Bar sein. Und das hat man ganz leicht gehört, dass es ganz leicht hier aufgegangen ist. Das halt für 8 Bar ist. Weißt du das? Ja. Ist auch sehr wichtig. Ja, das ist richtig gut sogar, dass er es macht. Also rein technisch gesehen ist er effizienter und besser. Ich will ganz kurz die ganzen Daten wissen, weil das Ding ist wirklich awesome. Abgabeleistung sind 270 Liter die Minute. Der schafft 241 Liter die Minute. Das heißt, er kann mit 300, also er braucht nur 370 Liter die Minute, um 220 Liter die Minute abgeben zu können. Das heißt, er ist 50 Liter quasi effizienter, wenn man jetzt Luft als Dings nehmen würde, ne? Zum Beispiel Sprit oder so. So, zum Beispiel. Und er ist leiser. Und es ist ölfrei, also wartungsfrei. Leistung ist ungefähr dieselbe. Ich glaube, der ist auch bei 2000 Watt. Der wäre hier bei 2200 Watt. Das ist halt ein bisschen mehr, weil es halt drei Motoren sind, ne, logischerweise. Aber man hat halt den Vorteil, dass die halt einfach... Die sind halt effizienter. Ne? Mehr, die laufen nicht so lange. Ergo sind sie theoretisch wieder, glaube ich, günstiger, wenn man das so sehen will. Ist ja immer eine Sache der Laufleistung, also wie lange das was läuft. Ja, ne? Natürlich. Du hast jetzt, sagen wir mal, du läufst, lässt ihn da jetzt eine, sagen wir 5 Minuten laufen, bis die 50 Liter voll sind. Hier läuft er vielleicht 6 Minuten, aber dann ist halt auch 100 Liter voll. Rein rechnerisch gesehen würde er dann, glaube ich, wenn man das so rechnen will, warte mal, 20% ungefähr? Das könnt ihr euch ausrechnen, wie ihr wollt. Ne? Auf jeden Fall ist das Ding geil. Ich kann nur sagen, vielen, 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 vielen Dank, Leute, beziehungsweise Matthias. Wer das Ding haben will, ich schreib mal einen Link unten in die Beschreibung, aber ich sag euch, das Ding ist der Wahnsinn. Also, ich habe jetzt ja nicht viel gearbeitet bis jetzt, aber 8 Bar Luft ist 8 Bar Luft. Nur wie die produziert wird, ist halt hier die Frage und das ist geil, oder? Genau. Ja. Wie gesagt, ich schreibe einen Link unten in die Beschreibung. Matthias, nochmal wirklich vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Fernpaket-Video gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, danke Matthias, ne, weil das ist richtig geil. Richtiger Ehrenmann. Wir sehen uns im nächsten Fernpaket-Video. Haut rein. Tschüss.